Mit der Konzeptstudie Telluride greift Kia auf der Nordamerika Motorshow in Detroit in die Klasse der Fullzeit-SUV. Ob der 3,5 Liter Benzin direkt ein Spritzer mit amerikanischen Abmessungen und einer Leistung von 400 PS sowie dem zusätzlichen 130 PS spendierenden Elektromotor jemals offiziell Europa erreicht, dürfte sehr, sehr fraglich sein.